Das Krampuskränzchen in Himberg ist eine gern gelebte Tradition. Kein Wunder, denn bei ausgelassener Stimmung wurde schon kurz nach Beginn fleißig das Tanzbein geschwungen. Wenn die Himberger Pensionisten feiern, dann aber richtig. Das Krampuskränzchen war sehr gut besucht und auch das Tanzbein wurde fleißig geschwungen. Obfrau Annemarie Holzbauer freute sich über die großzügigen Tombola-Spenden, die den Gewinnern attraktive Preise brachten. Die Leute kommen alle tanzen, fröhlich sein, Riesentombola-Treffer und das macht es halt aus. Und wenn man in die Gesichter schaut, jeder ist fröhlicher, jeder ist zufrieden. Egal, ob sie jetzt ein Wehwehchen haben, wir haben das gestern über die Stirn gefallen, heute ist da, weil es dabei sein will in den Ganzen. Und das ist positiv und das sieht man dann, dass das gut ankommt. Seit wie vielen Jahren gibt es das schon? Na, ich glaube, 15, 20 Jahre haben wir es sicher schon. Am 15 Uhr fängt da der Hupsi zum Spielen an, der spielt live und sie kommen von auswärts, von anderen Ortsgruppen, nur wegen der Musik und wegen dem Tanzen kommen sie zu uns und es geht am 19 Uhr ist Verlosung von den Treffern, dann wird Pause gemacht und dann bis 10 Uhr wieder durchgespielt. Bürgermeister Erich Klein, Vize Ernst Wendel und zahlreiche Gemeindemandatare waren ebenso dabei und feierten mit den gut gelaunten Senioren die beliebte Tradition des Krampuskränzchens mit. Es ist eine wunderbare Veranstaltung, die schöne Tradition hat. Und unser Pensionistenverein ist ja wirklich sehr aktiv. Viele Veranstaltungen im Jahr. Und das ist nach dem Frühlingskränzchen, das sind wir veranstalten, auch eines der Höhepunkte in der Forschungszeit und man sieht ja, wenn man in den Saal schaut, der Besuch ist ganz, ganz toll. Sie kommen von den umliegenden Gemeinden auch zu uns. Die Musik ist auch immer wieder ganz toll und nach der Begrüßung weiß ich schon immer, alle strömen aufs Parkett und tanzen sehr, sehr gerne. Ist eine wunderbare Sache. Wunderbar. Ich bin gerade gekommen und es ist ein volles Haus, wie man sieht und das ist immer, ich weiß, auch in den letzten Jahren so gewesen und die Stimmung ist sehr gut. Viele fröhliche Gesichter, ist sehr, sehr positiv. Die Mitglieder bringen uns Treffer, die Mitglieder kaufen uns die Lose ab, die Mitglieder helfen uns bei den ganzen Organisieren und sonst könnte das gar nicht gehen. Dann kaufen Lose, geben und Spende und somit können wir das immer wieder dann finanzieren und wieder auf die Beine stellen. Die Vereine sind sehr wichtig für eine Gemeinde, weil da findet ja das kulturelle und das persönliche Leben statt und man sieht da immer, die Leute kommen gerne, weil dann haben sie die Gelegenheit, wieder ein bisschen tratschen, ein bisschen plaudern und sich wieder näher zu kommen. Das ist im Alter auch sehr wichtig, dass man sich näher kommt und dass man ein bisschen plaudern kann. Die sind ja auch die Generation, die nicht gerne mit dem Handy spielt, nicht? Und, sondern die ist also mehr interessiert sind, dass man persönlich zusammenkommt und das ist eine ganz wunderbare Sache. Und wenn man so schaut, es gibt also auch schöne Preise zu gewinnen, ein Batzen Tombola. Freuen sich natürlich auch die Menschen, wenn sie also was gewinnen. Und nachher gibt es auch Bewertung, auch gut, da kann man was essen und einen schönen Abend verbringen in der vorweihnachtlichen Zeit. Also ich finde es ganz wichtig, weil Traditionen sollen bleiben. Der Krampus passt zu unser Land, Krampus passt zu Himberg und solche Feste soll man auch feiern und sollen sie auch hochhalten. Ich glaube, das ist auch wichtig für die Zukunft und für unsere nachkommenden Generationen.